Herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier in Thüringen. Ich werde jetzt mal eine Ladung Gras aus dem Lager holen. Da muss dann was da sein. Und das werden wir entsprechend Heuglocken fahren. Dann werden wir gleich mal das Heu dann mitnehmen und dann gleich mal Richtung Mischfutterfabrik fahren. Ich hoffe, dass jetzt kein Gehverkehr kommt. Kann passieren. Einer fährt ja hier, ne? Na, wir haben Glück. Dann müssen wir noch viel warten und reparieren. Und ein bisschen waschen, ey. Ein bisschen. Sind ja alle so schmutzig. Ernte vorbereitet. Oh. Hier müsste noch Gras drin sein normalerweise. Ich hatte ja mal was reingefahren. Weil. Ne, Gras ist alle. Aus Silage. Und dann ist ja gut, ne? Die Lage ist im Haus, da haben wir das Lager auch leer. Das können wir gleich mal gucken. Ah, wir kippen hier nichts mehr rein. Dass wir hier die Silageballen auch gleich mal wegschaffen, ne? So, dann kann die Vega ein bisschen arbeiten. Denn die müssen dann nach und nach alles verwerten. Das ist eingestellt. Ich müsste mal höchstens probieren, das mal einzufahren, also uns fahren zu lassen, ne? Ob das funktioniert. Ist ja meistens nicht der Fall. Also gleich mal probiert, klappt. So, das heißt, beladen. Gut, das geht noch nicht. Ich muss mal, nehmen wir mal ein Lager. Da haben wir was drinnen, ne? Abladen, BGH. Und dann nehmen wir die Silage. Müsste aber drin sein normalerweise. Garantiert. Und der ist Silage. Und da fahren wir jetzt mal mit, ob das auch klappt. Vor allem mit Abladen. Ne? Darum geht es ja. Mal gucken, wie er lang fährt und wo er lang fährt. Fährt ja abenteuerlich. Wie gesagt, ein Strich hier geradeaus. Oh, wir fährt da durch. Oh gut, mir ist recht. Gut, das Tor mal auf ist, ne? Jetzt ist mir ganz wichtig, ob er erst über. Ne? Gott sei Dank, ich dachte, er fährt durch den Stall. Das würde ich ja an sich gar nicht gut finden, weil ich meine, hier im Spiel ist das nicht so dramatisch, aber die Tiere sollen ja ihre Ruhe haben, ne? Wenn da jeder Autofahrer durchfahren würde, das wäre schlecht. So, jetzt haben wir so ein Lager. Das müsste eigentlich klappen normalerweise. Beladen. Ja, das müsste da vorne klappen. Ich habe eben gerade ein verkehrt gedacht. Aber hier ist beladen ja richtig. Da müsste nur Silage rauskommen, ne? Ich hatte ja ein paar Fuhren reingefahren, weil das BGH mal voll war. Und das muss ich jetzt nur nach und nach verwerten. Das klappt auch. Und dann mache ich, ob der BGH abkippt, das ist ja die entscheidende Frage. Ob wo er stehen bleibt, ne? Das muss ich mal sehen. Also den Abladepunkt sicherlich verschieben muss, nach vorne. Und dann muss ich mal sehen, dass ich die Fragmente auch noch eingeschlossen bekomme. Mit Hänger. Nehmen wir gerade Licht an, dunkel oder was? Aber das werden wir noch nicht machen, fahren von da, weil im Prinzip jetzt das. Oh, fährt er lang. Dazu müsste. Oh. Das ist jetzt ein bisschen ungünstig, ne? Ein bisschen weit, ne? Wo fährt er lang?
Dazu müsste ich mal die Sache stoppen. Das ist jetzt mir doch zu umständlich. Das ist ja Blödsinn, ne? Da müssen wir komplett durch den Ort fahren und dann. Oh nö, das ist ja zu schlecht. Da muss ich noch einen Kurs anbinden an den anderen Kurs, ne? Das ist ja dann ungünstig. Anführungszeichen, ne? Also, dann muss der Kurs hier. Der andere. Den lassen wir doch mal fahren. Wir fahren auch mal die Richtung. Und der fährt jetzt da Stroh, wahrscheinlich auch da hinten rum. Ja, oder Heu. Heu ist ja Heu. Verdienen wir auch kein Vermögen mit, ne? Also. Aber es ist halt doch ein Haufen Arbeit, ne? So. Muss ich mal gucken. Von hier. Diesen Kurs. Ein Kurs nach rechts einfahren, ne? Dass ich da anschließe. Und dann muss ich mal gucken, von hier ist genau das gleiche nach links. Denn so weite Wege, das ist ja nun nicht zielführend, ne? Und dann da anschließen. Und dann fahren lassen. Ne? Ja, das sollte jetzt besser sein, ne? Also von der Theorie her, ne? So, hier mal schauen. Dass wir das so hin. Naja gut, hier vorne. Das war an sich klar. So, das heißt, wir müssen hier mal den Punkt verschieben und den auch. Weiterfahren lassen, ne? Wird noch nicht reichen. Ups, das genau. Habe ich mir echt gedacht, dass ich mir doch ein bisschen noch zu mir ziehen muss. Dazu nur mal ein bisschen zurückfahren. Muss hier vorne auch gleich passieren. So, nochmal probieren. Das klappt schon mal, gucken wir bei. Und der muss ja mindestens da vorne sein, ne? Da hinten irgendwo. So, den mal da hinten. Da hinten. Ungünstig. Kann sein, dass ich mal alle anderen auch noch nach vorne schieben muss. Dazu müssen wir mal ein Stück zurückfahren. Das ist hier ein bisschen schwierig, weil da ja die Kurve drin ist und der Abladepunkt für den Trigger ist ziemlich eng. Das heißt, wenn ich so früh nach links abbiege, dann ist es wahrscheinlich. Ne? Ich kann ja jetzt mal was anderes probieren, habe ja diese F5-Taste. Das ist in diesem Bereich, oder? Nee. Ja, das sagt mir jetzt auch nicht so. Na gut, mal wieder aus. Also muss doch vorne irgendwo sein. Gut, mal starten wir mal gleich, ne?
Der ist noch zu weit weg. Das ist jetzt ein bisschen Friemelei, ne? Aber gut. Aber einmal muss es gemacht werden, dann geht es ohnehin. Denn dann rein theoretisch mal so machen werden, dass wir die Silage Fabrik machen lassen. Dann wären wir blöd, wenn wir das jetzt nicht hier so entsprechend einplanen würden. So, das könnte jetzt klappen. Nochmal zurückfahren. Dass er dann mit dem Kurs auch entsprechend kriegt. Und nicht irgendwie weit absteht. So. Schauen wir mal, ob das klappt. Anscheinend nicht. Wir sind zu weit. Ich muss weiter zurückfahren. So. Den bis nach da. Und den nach da rüberziehen. In diesen Punkten weiter weg. Neuer Start, neues Glück. Es kann sein, dass wir noch ein bisschen nachstellen müssen. Aber jetzt klappt's. Mensch, das ist ja wieder ein Krampf gewesen. Ne? Also, so, Silage läuft. Aber wie gesagt, ist ja nicht, da geht ja auch ziemlich viel rein. Braucht ja so wenig. Ne? Also, Silage läuft. Heu läuft auch. Ja, jetzt machen wir sehen. Gucken. Die Tiere müssen ja morgen früh versorgt werden. Also, das ist ja. Da, wenn wir jetzt voll. Tag. Runter auf ebene Erde. Dann laufen wir zu Kühen, um wenn wir Wasser geben, ne? Denn das kommt ja morgen sowieso und dann machen wir Mist später, weil Mist wäre ja zu viel. Tag, Mu. Ne, jetzt ist Outdrive blockiert. Hat er wahrscheinlich gerade abgekippt. Oder. Das ist. Hängt. Ja, klar. Er hat ja kurz angewählt. Dann blockiert er die R-Taste. Also, es hängt mit Aura zusammen. Nicht mit dem globalen Markt oder mit irgendwelchen anderen Mods, sondern. Mit. Outdrive. Wenn der gerade den Weg blockiert. Dann will er nicht. Wenn er nicht will, dann will er nicht, ne? Ja, Milch, ja, Milch, Milchwagen brauchen wir. Wir brauchen einen kleinen Milchwagen. Mit dem großen komme ich hier nicht zurecht. So. Aber das machen wir. Das kaufen können wir schon mal. Wir brauchen ja einen kleinen. Mit den 70.000 Liter Fass kommen wir nicht durch. Die voll schwer. Den großen, das bringt ja nichts. Ein kleiner, wie hat er 18.000? Der hat 7000. Original gibt es ja auch. Misttreue Güllefässer. Güllefässer ist ja was anderes, ne? Also nichts. Wird es nicht gehen. Einzelkorn. Anhänger. Schneidwerke. Diverses. Ob da was bei ist? Nö. Ja gut, aber nicht, ob ich es brauche. Ich habe noch nie Milchwagen gekauft. Güllefässer,
Plattenschutz. Anhänger. Eigentlich nicht. Also nicht. Nicht, hat gesagt. Ballentechnik, Tierhaltung, da wird es sein. Das Wasser. Der hat 8000, das ist mir zu wenig. Das ist hier mit dem Tank auch 8000. Dann nehmen wir von 18.000, ne? Außer nur Wasser. So, hier den 18.000 Liter. Der kann auch Milch. Hauptfarbe, Felgenfarbe. Wir nehmen Weiß. Weit. Weiß wegen, ne, das Zink. Chrom, Deal. Das Milch. Milch ist immer eine helle Farbe. Ja, Güllausbringer, das wollen wir nicht haben. Universal, Gülle. Universal. Design schwarz, wieso? Achso. Weiß, okay. Kaufen. Zurück. Zurück. Dann werden wir jetzt mal gleich mal den Traktor schnappen. Irgendein. Am besten schnell, ne? Mit 40 km/h tun wir uns keinen Gefallen. Wir nehmen den Fendt. Man, der ist für einen Stall ein bisschen groß. Dann können wir nachher immer noch tauschen. Aber wir können ja so schnell nach A nach B kommen, ne? Der Fendt ist da vorne beim Reparaturteam. Ja, das läuft ja. Hoffe ich jedenfalls, ne? Weil der andere ist nämlich bei Heu dran. Ne? So, ab zum Händler. Uhrzeit? Ja. Das machen wir in der nächsten Folge. So. Kurz mal C. Vorbereitung nächste Folge. So, die Schauer, das soll es dann auch für heute gewesen sein. Ich sage mal Tschüss und ciao, ciao. Ja, morgen geht's hier weiter, hier in Thüringen. Dann hole ich hier unter Römer Milch fahren vom globalen Markt, in den globalen Markt vom Kuhstall. Das wird dann bei nächster Gelegenheit Milch vom globalen Markt in der Marsch zur Molkerei fahren können. Ne? Aber tschüss und ciao. Und vielleicht sehen wir uns ja morgen wieder hier in Thüringen. Tschüss. Und wenn ihr möchtet, die Marsch kommt um 12. Bis dann. Ne? Ciao. Tschüss.